Hallo, meine lieben Konnichi-Besucher! Herzlich willkommen zum ersten Mias Kreativ-Talk. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Tja, was war das bloß für ein Jahr? Wir haben uns gedacht, eigentlich wären so viele tolle Künstler auf der Konnichi gewesen und hätten ausgestellt. Leider hat es nicht geklappt, aber wir haben euch deswegen ein paar hierher geholt. Wir werden mit denen ganz viele tolle Gespräche führen, auch ein paar Zeichen-Livestreams. Und ja, wenn ihr mehr über die Künstler wissen wollt, auf online.konnichi.de gibt es auch Infos, gibt Webseiten, wo ihr die finden könnt. Bitte kommt und schaut euch die Künstler an. Und ja, wir fangen heute erstmal an, ganz locker. Ich bin Mia, ich werde das hier alles leiten. Ihr könnt nebenher sehr gerne Fragen stellen. Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn Fragen aus dem Publikum kommen. Ansonsten haben wir aber auch ganz viele tolle Sachen für euch vorbereitet. Und ja, normalerweise bin ich im Jaol-Bereich Zeichner. Und ein paar von euch kennen mich vielleicht, aber dieses Wochenende werde ich Teilzeitmoderator sein. Ja, und mein erster Gast ist tatsächlich aus der Szene nicht mehr wegzudenken. Sie ist ein Urgestein sozusagen und schon ewig dabei. Ja, was soll ich über sie sagen? Sie ist schon ewig im Sumpf der Selbstständigkeit, aber da fühlt sie sich auch pudelwohl. Und ich möchte heute die liebe Kaffee Cupcake begrüßen zu unserem ersten Stream. Bitte einmal alle herzlich willkommen heißen. Vielen Dank, dass du heute gekommen bist. Danke für die Einladung. Hallo. Ja, Maria, du bist schon lange, lange dabei. Wie lange schon bist du selbstständig? Gute Frage. Ich glaube, etwa seit 10 Jahren. Nagel mich nicht fest. Zahlen sind nicht meine Stärke. Aber Pi mal Daumen, 10 Jahre gehe ich auf Messen, also, und verkaufe das dort. Das ist echt eine lange Zeit. Ja, das ist so krass. Das heißt, die Szene hat sich auch total verändert in der Zeit, wenn ich daran denke, an meine erste Leipziger Buchmesse, noch in den kleinen Manga-Markt, dieser abgetrennte Bereich, und man hatte nicht mal einen ganzen Meter zur Verfügung an Tischfläche, und mittlerweile, was jetzt draus geworden ist, die Veränderung ist so krass und so cool, und man sollte ja eigentlich nur auf eigene Sachen stolz sein, aber wenn ich diese Weiterentwicklung sehe, bin ich total stolz auf die Szene. Das ist ja so cool zu beobachten. Das stimmt. Also das hat sich unfassbar viel verändert. Wir können ja nachher noch ein bisschen darüber philosophieren. Aber erzähl doch erstmal, dieses Jahr ist es ja echt verrückt. Ich meine, wir haben die Konnichi jetzt zu den Zuschauern nach Hause gebracht, weil es nicht möglich war, dass wir zur Konnichi gehen. Eigentlich wären wir auch beide da gewesen. Wir sind sehr, sehr traurig, dass es nicht geklappt hat, aber wir freuen uns, dass wir auf diesem Wege euch in irgendeiner Form unterhalten können. Und wie ist es dir bisher dieses Jahr ergangen? Wie schwierig war es für dich? Puh, ja, also ich muss sagen, ich bin unglaublich dankbar meinen Fans, Cupcakes, dass sie mich online gefunden haben, obwohl ich keinen richtigen Online-Shop habe und man bei mir nur über Instagram bestellen kann. Aber dass genug Leute zusammenkamen, so dass ich halt mir keinen richtigen, in Anführungsstrichen, oder einen anderen Job suchen musste, sondern halt eben über Verkauf von Instagram leben konnte. Aber mir fehlen absolut die Messen, mir fehlen die Besucher, mir fehlen Kollegen, mir fehlen Freunde. Und also das, was ich jetzt daraus mitnehme, ist halt wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass es so krass ist einfach. Weil das war für mich eine total tolle Arbeit und dann gehst du halt nach Hause und dann ist es vorbei. Aber jetzt, wo alles weg ist, denke ich mir so, Freunde und Kollegen und Fan und das Ganze, ja, es ist unglaublich, wie viel das halt in meinem auch Social Leben ausgemacht hat. Ja, die soziale Komponente sollte tatsächlich nicht unterschätzt werden. Ich meine, viele sehen halt, wir gehen auf viele Messen als Aussteller, aber tatsächlich, also gerade wir Kreativen, das ist ja bei mir auch nicht anders, wir sitzen die ganze Zeit in unseren Kämmerchen, bereiten irgendwie neue Sachen vor, du, deine Fimo-Anhänger und so, und dann zeichnen wir vor uns hin, und das ist halt wirklich großer Punkt für uns, einfach diese soziale Kontakte zu haben. Sonst vereinsamen wir nämlich alle zu Hause. Ja, absolut. Das ist nicht nur einfach, das ist kein
Job, den wir machen. Ich liebe ja wirklich dieses ganze Messe einfach. Also ich liebe die Messen und das war mir vorher schon klar, aber dass das so krass ist. Also. Ja, das war. Also mir ist es auch erst da aufgefallen, wie sehr das eigentlich fehlt. Auch mit den Fans zu und auch sich mit den anderen Ausstellern auszutauschen. Das ist tatsächlich auch immer super wichtig. Aber ich meine, trotz der ganzen Schwierigkeiten und klar, also das hatte sehr viel Negatives alles, aber nimmst du auch irgendwas Positives jetzt mit aus der Situation? Also konntest du zum Beispiel für dich was mitnehmen? Und ja, bist du für irgendwas dankbar zum Beispiel auch jetzt, was du lernen durftest in der Zeit? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja online immer nur so als, naja, ein bisschen Fanservice, ein bisschen Spielerei für mich betrieben und ein Online-Shop, ich habe darüber am Anfang nachgedacht, weil als ich noch kleiner war, dachte ich mir so, ja, weil welche anderen Vertriebswege gibt es und was kannst du halt noch machen? Und im Rahmen dessen dachte ich über einen Online-Shop nach, aber dann liefen die Messen so gut und dann dachte ich mir so, ich rede sowieso viel lieber mit Leuten von Angesicht zu Angesicht und wozu dieser doofe Online-Shop, der für den ich eigentlich gar keine Zeit habe. Und deswegen habe ich mich um Online-Geschäfte, obwohl man das eigentlich als Creator, egal welcher Creator das ist, selbst wenn man halt einfach nur seine eigenen Sachen vertickt, kümmern sollte, habe ich das halt eben im Vergleich zu anderen total vernachlässigt. Und dass ich aber trotzdem davon leben konnte bis jetzt die ganzen Monate, ist für mich eine mega Überraschung und ich bin so dankbar. Das ist echt cool. Da muss man auch tatsächlich mal ganz großes Danke sagen an alle da draußen, dass wir nicht vergessen werden, trotz allem. Ja. Ich meine, jeder hat ja auch seine eigenen Probleme in der jetzigen Zeit und da ist es auch toll, dass ein paar von euch einfach trotzdem an uns denken und uns unterstützen und sowas wäre einfach nicht möglich. Ich meine, du hättest tatsächlich ein Riesenproblem, wenn das nicht geklappt hätte. Geld wächst leider nicht auf Bäumen und Bäume brauchen und das zum Leben. Ja, das stimmt. Nee. Aber ich fand halt auch den Support, als die Leipziger Buchmesse abgesagt wurde und dass man halt Aktionen gemacht hat und für Kollegen und Freunde geworben hat teilweise, was ich gesehen habe. Also ich fand das super großartig und ich habe halt wirklich gemerkt, wir haben eine Szene, der ich mir gar nicht so, ich meine, ich erlebe das auf Messen, aber ich bin nirgendwo aktiv, ich bin in keinen Bastelgruppen aktiv, ich bin bei keinen Zeichen-Circles, ich mache einfach nur mein Zeug und dann stelle ich das halt aus und deswegen, also diese Szene-Geschichte, was im Hintergrund läuft, bekomme ich gar nicht mit und da war es mir halt einfach klarer und das ist echt cool. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, für die Leute, die dich jetzt nicht kennen, du bist zwar schon ewig dabei, aber du hast auch was mitgebracht, vielleicht einmal kurz in die Kamera zeigen, was du eigentlich machst, damit unsere Zuschauer sich das vorstellen können, was das bedeutet, wenn man Fimo-Schmuck macht. Genau, also ich entwerfe und modelliere diese kleinen, sieht man das? Genau. Ja, sieht gut aus. Super. Momentan gerade Tiere. Ich habe, als ich angefangen habe, deswegen auch der Name. Kleines bisschen weiter in die Mitte. Man sieht nur das halbe, eine andere Richtung. Links. Andere? Ja, noch ein Stückchen. Jetzt. Okay, perfekt. Weil ich habe nämlich von hier Licht und dann versuche ich da ein bisschen Schatten zu schaffen, damit man auch die Farben erkennt und so. Deswegen halte ich die Hand so komisch. Well, anyway. Oh nein. Ich habe den Faden verloren. Du hattest mich gefragt. Du solltest erstmal einfach zeigen, was du machst, damit die Leute sich so, das genau, vorstellen können. Genau. Und also auf jeden Fall, als ich angefangen hatte, hatte ich so Essschmuck gemacht und so kleine Cupcakes und sowas. Und irgendwann habe ich mich einfach skilltechnisch weiterentwickelt. Und dann habe ich angefangen, kleine Tiere zu machen, Chibis. Und jetzt bin ich wieder zurück zu kleinen Tieren, weil ich halt einfach süße kleine Tiere schon mit, seit ich Hello Kitty irgendwie kennengelernt habe, jetzt nicht speziell Hello Kitty, aber diese Rio-Sachen finde ich ganz toll. Und ich mag diese ganze Ästhetik total und das macht mir Spaß,
da eigene Designs zu erfinden und genau, deswegen wieder Tiere. Ich höre gerade im Chat, dass das wohl immer wieder mal hängt. Ich schaue aber nebenher in den Chat an die Zuschauer. Also wenn Kaffee Cupcake irgendwas wiederholen soll, weil ihr es nicht verstanden habt und die Verbindung vielleicht gerade schlecht war, dann schreibt das einfach, dann können wir das gerne nochmal wiederholen. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. Na, alles okay. Sieht man das? Weil ja, also das Video hängt wohl ab und zu, aber man hat es hoffentlich gesehen. Okay. Wollen wir einmal zurückgehen nochmal? Ich meine, jetzt wissen die Leute, was du ungefähr machst. Was mich interessieren würde, du bist ja echt, also ich kenne dich jetzt schon sehr lange und du bist ein so unfassbar positiver Mensch. Du hast immer so eine total positive Ausstrahlung und irgendwie, also du scheinst nie so Sorgen oder so zu haben. Und wenn doch, dann versteckst du es echt gut. Also ich finde halt, du bist so ein totaler Freund. Gefühl einem gibt, dass du irgendwie Probleme hast in irgendeiner Form oder wütend bist oder so. Das ist halt echt faszinierend. Und jetzt gerade breitet sich ja so eine total düstere Stimmung auch so ein bisschen bei den Leuten aus. Weißt du, weil sie nicht auf Messen gehen können und halt auch wie wir ihren ganzen Social-Kreis halt auch in den Messen haben und sitzen halt die ganze Zeit zu Hause. Ich zum Beispiel, ich habe echt gefühlt 2 Monate nichts zustande bekommen. Also ich habe mir die ganze Zeit vorgenommen, dass ich mich an meine Mangas setzen und dass ich halt weitermache. Aber irgendwie war ich super deprimiert und es ging irgendwie alles nicht so gut. Und da du so unfassbar stark und positiv wirkst, gibt es irgendwie was, wie schaffst du es, so motiviert zu bleiben? Auch in so Krisenzeiten, wo du sagst, ich weiß eigentlich gar nicht genau, ob ich nächsten Monat irgendwie genug verdiene, gerade so am Anfang, ne? Durch diese ausgefallenen Messen. Aber woher kommt diese positive Einstellung bei dir? Kannst du den Leuten was mitgeben für sie? Weißt du? Gute Frage. Das ist, es freut mich voll, dass ich so super positiv rüberkomme. Ich für mich selber weiß das gar nicht, aber ich habe einfach etwas gefunden, was mir Spaß macht und was ich wirklich lebe. Und deswegen, ich hoffe halt einfach, dass es sich irgendwann beruhigt und ich sehe für mich gar keine andere Möglichkeit, als weiterzumachen. Klar hatte ich jetzt halt in der Zeit auch Tiefs, wo alles etwas schwieriger war, aber was willst du machen? Irgendwann ist Corona halt auch zu Ende und dann geht's hoffentlich wieder los und dann möchte ich vorbereitet sein. Ich finde das wirklich bewundernswert, eben, dass du dich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Also es gibt eigentlich, sagst du, kein Geheimrezept, sage ich jetzt mal, sondern du siehst einfach keine, also du hast eigentlich auch keine andere Wahl, ja, als positiv zu bleiben. Ich möchte, ja, weil im Prinzip, ich versuche wirklich positiv zu bleiben, das ist genau der richtige Ausdruck. Weil ansonsten, ich meine, ich gehe ein bisschen laufen, also Sport hilft halt ein bisschen, gute Ernährung hilft halt ein bisschen, aber ja, am Ende kannst du nur dich auf die positiven Sachen konzentrieren und das Negative ist halt irgendwann mal rum, hoffentlich. Ja, so sehe ich das. Auf jeden Winter folgt ein Frühling und das ist jetzt halt eine schwierige Situation. Aber am Ende bleibt einem ja doch nichts anderes übrig, als zu hoffen, dass alles gut wird. Deswegen an euch, also gerade an die Zuschauer, die auch darunter leiden, dass es keine Messen gab und sich gefreut haben, auch Cosplayer zum Beispiel, die halt super gerne nähen und dann ihre Kreationen nach außen tragen, bleibt einfach positiv und immerhin kommen die Conventions ja mittlerweile zu euch nach Hause. Es gibt ja einige Online-Versionen und eines Tages wird das auch wieder anders sein und dann sind wir alle wieder voller Energie dabei mit jeder Menge tollen, neuen Zeug, das wir euch dann präsentieren können, ne? So machen wir das. Aber ja, wir haben ja jetzt auch ganz viel, also da waren schon, jetzt wollen die Leute ja wahrscheinlich auch ein bisschen über deine Arbeit erfahren.
weil du machst diese wahnsinnig süßen Fimo-Tierchen, du packst das in einer Form mit Schmuck zusammen, finde ich ganz furchtbar faszinierend. Ich bin absolut kein handwerklicher Typ, war ich noch nie. Also ich werde schon aggressiv, wenn du mir eine Schere und einen Klebstoff gibst. Das ist echt nicht mein Ding. Aber ja, du wolltest ja wahrscheinlich nicht immer Fimo-Schmuck machen. Ich meine, wie bist du denn da hingekommen? Das war ein absoluter Zufall. Eigentlich wollte ich so mit süßen 16 Mangaka werden. Und dann habe ich tatsächlich auch ein paar Sachen bei Wettbewerben eingereicht. Da ist dann nichts draus geworden. Und ich habe halt immer für mich gezeichnet. Meine Eltern, als sie gemerkt haben, hey, das Kind zeichnet, mich in eine Kunstschule gesteckt. Also eine Extraschule zu der Schule quasi dazu. Die bereiteten aber schon auf ein Grafikdesign-Studium vor. Und weil ich mich nicht informiert habe, Kinder, informiert euch, bevor ihr irgendetwas studiert. Informiert euch, genau. habe ich halt einfach in der Stadt, in der ich gewohnt habe, angefangen, Grafikdesign zu studieren. Es war kein schlechtes Studium, also ich würde studieren auf jeden Fall empfehlen. Egal was, ich fand es unterhaltsam. Also ja, das war auf jeden Fall was für mich. Nur hätte ich mich im Voraus erkundigt, hätte ich vermutlich einen etwas anderen, zwar auch Kunstwerk, aber ich hätte einen anderen Zweig belegt. Das war nämlich nicht ganz so, was ich erwartet habe. Was ich nämlich gern gemacht habe, war illustrieren. Und dann kam ich auch auf Foto und Fotografieren und ein Fotostudio abhängen und Konzeptfotografie, das fand ich ganz super. Ich habe Sachen wie Porzellandesign belegt, Modeillustrationen, also wirklich alles, was mit Illustration hatte. Also so die ganze Bandbreite, die man irgendwie machen kann, hast du ausprobiert, einmal quer durch. Genau. Und das, was ich eigentlich lernen sollte, Grafikdesign, waren dann so die Fächer, die ich abgewählt habe, sobald ich konnte. Also ich kann jetzt am Ende meine Visitenkarten machen, ich kann Flyer machen. Für mich, das kann vermutlich auch keiner bezahlen, weil ich da Ewigkeiten dran sitze und ich kann Sachen beurteilen, ob das gut gemacht ist oder nicht. Aber ich bin aus dem Grafikbereich vollkommen raus und während des Studiums habe ich schon irgendwie so begriffen, okay, das ist eigentlich gar nicht das, was ich machen wollte. Ich möchte nicht irgendwelche doofen Sachen machen, die mir eine vorgibt. Vermutlich werde ich das tun und eigentlich hasse ich diese Auftrag in einen Bereich, der mir so semi-Spaß macht zu arbeiten. Deswegen. Also du bist praktisch auch jemand, der lieber selbstständig arbeitet, ne? Also du meinst jetzt, dass du keine Lust hast, dass dir auch jemand Aufträge von außen gibt, auf die du eigentlich keine Lust hast und die du dann auch nur deswegen machen musst, weil du praktisch Geld verdienst damit. Also es hängt jetzt wieder davon ab, wenn ich jetzt so einen FIMO-Auftrag bekomme, das ist ein Gebiet, in dem ich mich auskenne und die Aufträge, die ich annehme, manchmal ist es thematisch so, wo ich mir denke, so hätte ich jetzt so nicht gemacht, aber das ist handwerklich total spannend und ich denke mir so, und es freut sich jemand darüber und ich denke mir so, okay, dann machst du das und du lernst was dabei. Und der Kunde freut sich. Also solche Aufträge nehme ich an und solche Aufträge mache ich. Aber in einem, da interessiert mich das halt technisch, aber in Grafikdesign, wo ich da sitze und denke mir so, das ist mir eigentlich echt egal und das wird nicht fertig, war das alles ja ein bisschen schwierig. Und weil ich da halt eben, weil ich habe auch neben dem Studium viel illustriert, aber irgendwann ich habe halt eben auch fürs Studium nach dem illustrieren müssen und ich wollte damit irgendwie in meiner Freizeit nichts mehr zu tun haben, wollte aber trotzdem ein kreatives Hobby haben. Und dann habe ich andere Künstler mit Fimo arbeiten sehen und dachte mir so, oh, das sieht doch eigentlich ganz cool aus. Und dann kaufte ich mir diese Knete. Meine Mutter hat mir diese Knete gesponsert. Sie hat mich sehr viel beim Studium unterstützt und was am meisten gebracht hat, war, glaube ich, diese 30 Euro Fimo Starterpack. der dann zu meinem Beruf geworden ist letzten Endes, weil ich habe das halt nebenher gemacht und so ein bisschen auf Animex hatte ich damals schon meine Bilder veröffentlicht und dann hatte ich schon Leute, die mir gefolgt sind und dann habe ich so meine ersten Armbändchen gezeigt und dann kam halt relativ schnell, weil dieses Sweet Deco gab es in Deutschland nicht so viel und da kam das erste, verkaufst du das? Und als armer Student sagte ich, schon. Also du bist praktisch zufällig da so reingerutscht. Ja, absolut. Ich sag auch immer zu allen, es gibt ja so viele Leute, die sagen, ja, ich kann nichts oder ich bin in nichts gut.
Und also ich finde es halt super wichtig, dass man ganz, ganz viel ausprobiert in seinem Leben, ja. Weil wenn ich nicht weiß, was mir Spaß macht, dann kann ich auch nichts daraus machen. Wenn ich noch nie, wenn du nie Fimo kennengelernt hättest zum Beispiel, hättest du nie erfahren, wie viel Spaß dir das macht oder was für ein Talent und du auch für filigrane Arbeiten beispielsweise hast. Deswegen finde ich das ganz wichtig, also an alle, die was Kreatives machen wollen, dass die auch viel ausprobieren. Ne? Probiert alles aus, weil das kann halt, wie du jetzt gesagt hast, dass Modellieren oder Knete überhaupt nicht dein Medium ist. Für mich ist es letztendlich, als ich umgestiegen bin und der Umstieg von Illo zu Foto fiel mir schwer und der Umstieg aber auch von Illo zu Fimo fiel mir auch schwer, weil ich hatte auf einmal ein ganz neues Medium und du weißt nicht, wie du das handhaben musst, damit du schöne Ergebnisse rausbekommst. Ich wusste, was ich wollte, aber das war am Anfang so, okay, gut. Aber man muss das halt einfach ausprobieren und wenn man da reinkommt, dann, ja, und wenn man halt nicht reinkommt, ist auch in Ordnung. Vielleicht einfach weiter ausprobieren. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass so die grobe Richtung stimmt. Wenn du Menschen hast, würde ich vielleicht nicht unbedingt im Sozialbereich arbeiten. Also solche das ist schlecht, ja. Würde ich nicht ja. Aber ansonsten, wenn du jetzt weißt, okay, ich möchte irgendwas mit Menschen machen oder ich habe Interesse an, weiß ich nicht, ich habe früher Mathe total gern gemacht. Ich hätte mir auch, hätte ich jetzt nicht, wäre mir Kunst nicht so wichtig, hätte ich vielleicht, weiß ich nicht, irgendwas mit Mathe oder vielleicht sogar Physik, Gott bewahre, studiert. Ja, weißt du, ich denke einfach, dass es wichtig ist, dass man sich nicht verschließt vor neuen Sachen. Deswegen, wenn euch irgendwas interessiert, dann geht raus und probiert es aus. Ich meine, jeder Mensch hat irgendwas, das er mag. Ja, und dann kann man sich damit auseinandersetzen. Ich kann mir auch vorstellen, dass was anderes, also Zahlen mochte ich zum Beispiel auch, warum nicht? Na, man muss einfach testen und vor allem, ganz wichtig, du warst ja auch nicht direkt am Anfang gleich voll mit diesen absolut filigranen Sachen dabei. Ich finde, nee. Es ist auch wichtig, dass man sich eine Richtung aussucht, aber dass man nicht zu viel von sich erwartet, denn dann ist man schnell enttäuscht. Also, dass man wirklich erstmal anfängt, guckt, wie gut bin ich da drin. Ich denke, das Gefühl muss einfach stimmen. Dass die Leute sagen, ich habe Spaß daran, aber nicht gleich denken, boah, alle anderen sind besser. So, also, ja. Dass man nicht zu viel erwartet. Man muss lernen. Ne? Das würde ich auch auf jeden Fall, also auf Messen fragen mich ja Leute so, ja, ich habe jetzt Fimo kennengelernt und ich sehe das bei dir, ich würde das ganz gerne auch ausprobieren. Was würdest du mir denn empfehlen? Erstens kauft euch das richtige Fimo, nicht dieses Billigzeug, weil, also, was man über Materialien, man muss schon semi-gute Materialien zumindest am Anfang haben. Also, wenn man mit Buntstiften anfängt zu zeichnen, sollten das nicht die ganz billigsten sein. Also, man muss nicht die Polychromos da auffahren, aber, also, gutes Arbeitsmaterial ist halt wichtig, weil, es ist ein ganz anderes Gefühl, damit zu arbeiten. Muss nicht das tollste, beste sein, aber gutes Material ist halt auf jeden Fall schon. Und dann fangt mit den einfachsten Sachen an, geht auf YouTube, sucht euch vielleicht tatsächlich Tutorials. Das hatte ich nicht gemacht, weil zu meiner Zeit, als ich angefangen habe, gab es auch gar nicht so viele Tutorials. Da gab es noch kein YouTube. Ja, die Internet. Also es gab schon YouTube, aber als ich angefangen habe zu zeichnen, da gab es auf YouTube halt noch nichts großartig. Also die Leute haben heute so viel Vorteile gegenüber uns, weil wir haben angefangen zu einer Zeit, wo wir uns alles selber beibringen mussten. Und heute können die Leute halt echt jeden beobachten und richtig krasse Profis, wie sie ihre Arbeit machen und so viel mitnehmen. Und wir mussten halt alles so in Schneckenschritten irgendwie uns selbst beibringen. Ne? Auf jeden Fall. Also das ist enorm hilfreich und es ist eine totale, total gute, keine Abkürzung. Es gibt bei Kunst keine Abkürzungen, aber eine Krücke. Weil wenn, also ich schaue jetzt nicht die
Sweet Deko oder die, also nicht die einfachen Sachen an, aber ich schaue schon Leuten zu, wie sie zum Beispiel, da gibt es einen, der arbeitet mit richtigen Ton und macht so Porträts. Oder einen, der macht so Puppenköpfe. Und da habe ich mir teilweise Werkzeuge zum Beispiel abgeguckt. Das ist schon super hilfreich, weil du siehst, okay, was macht er und wie macht er das? Und am Anfang ist es vielleicht sogar sinnvoll, die einfachsten Sachen wirklich Schritt für Schritt nachzumachen. Aber es ist auch wichtig, sich irgendwann, wenn man ein bisschen Verständnis fürs Material habt und so ein haptisches Gefühl dafür entwickelt hat, dann zu gucken, okay, was will ich eigentlich machen? Es sollte einfach sein und ja, danach kann man halt einfach gucken, okay, wie macht jemand, also nicht die Designs abgucken, sondern die Techniken. Und das ist eine super coole Sache, die man halt eben, ja, einen Shortcut. Für die Leute, die anfangen würden, gerne mit Fimo zu arbeiten, was sollte man dann überhaupt nicht machen? Oder was gibt es denn für Tipps, was man machen sollte? Also ich meine, einiges. Du musst jetzt nicht alles aufzählen, aber ich kann gerne ein paar Dinge aufzählen. Weniger ist mehr, Leute. Kauft euch nicht irgendwie so eine sofort super viel Fimo und dann die teuersten Werkzeuge und dann halt irgendwie. Es gibt von Fimo Professional dieses True Color Set. Das würde ich empfehlen. Dieses hier dann schwarz, weiß und daraus kann man eigentlich alle Farben mischen. Also ich arbeite selber sehr viel mit diesen True Color Sets, weil die halt einfach sehr, sehr viele Töne hergeben. Dann Werkzeuge, erstmal gar keine, eure wichtigsten Werkzeuge sind eure Hände. Also man muss das erstmal ausbauen. Dann gibt es ein paar Sachen, ich arbeite immer noch ganz viel damit eigentlich, aber gerade am Anfang super wichtig, super cool sind. Das sind Nadeln in unterschiedlicher Stärke. Ihr braucht welche mit einer ganz feinen Spitze. Ihr braucht aber auch die dicksten Nadeln, die ihr finden könnt. Weil man damit halt einfach Muster reinritzen kann, man kann, ja, das ist ein Modellierwerkzeug einfach. So, Zahnstocher ist einfach eine dickere Nadel, also wenn ihr eine dicke Nadel in der Stärke von einem Zahnstocher habt, dann nutzt das, ansonsten nutzt die Zahnstocher. Dann gibt es, genau, Moment, wie viel sieht man? Nadeln habe ich erzählt, Zahnstocher habe ich erzählt. Und warte, das ist jetzt sehr hell, ich glaube, man sieht das nicht. Ah, come on. Aber man sieht nichts. Jetzt sieht man was. Aber ich glaube, das weiß nicht, ob die Zuschauer das sehen können. Das ist sehr hell. Okay. Ach, schade. Okay, also es gibt in der Tonmodellierwerkzeug und teilweise auch Zahnarztinstrumente, welche mit so einem, manchmal gibt es auch sogar ein Nadelset, also mittels, wenn ihr so Nadelpflegesachen heißt es, Nadelpflegendinge habt, es gibt so ein Werkzeug mit so einem Löffelchen an der Spitze, so ein ganz, also winzig kleiner Löffel im Prinzip. Und damit kann man sehr gut Dinge verwischen. Also wenn ihr jetzt halt quasi so einen Katzenkopf geformt habt und da die Ohren draufsetzt und dann habt ihr zwischen dem Katzenkopf und den modellierten Ohren quasi eine Rille. Und das kann man mit so einem Werkzeug ganz einfach verwischen. Also das ist ziemlich, ziemlich cool. Womit man auch verwischen kann, sind Silikonpinsel. Also es ist im Prinzip wie ein Pinsel, mit einer Silikonspitze ist auch super, aber ich würde das erst später kaufen, weil am Anfang hat man noch nicht das Feingefühl, man kann auch mit Fingern verwischen und also ich würde halt wirklich sehr reduziert anfangen, weil es halt einfach auch kostengünstiger ist und nach den Materialbedarf steigern. Was auch super ist zum Modellieren, ich arbeite sehr gerne auf einer Glasplatte. Und mit einer Glasplatte, also wenn ich jetzt zum Beispiel etwas zusammenpressen muss, nehme ich eine Glasplatte dazu, weil ich durch die halt eben auch sehe, was ich da mache. Was auch ganz super ist, sind so diese, es gibt aus der Chemie diese, wie heißen sie? Reagenzgläser. Super zum Ausrollen. Ihr braucht nicht das teure Rollen,
Teil von Fimo kaufen, was 10 Euro kostet, nehmt Reagenzgläser in unterschiedlichen Stärken, unterschiedliche Stärken. Ihr könnt es auch schon wieder zum Modellieren benutzen. Ist auch super zum Ausrollen. Also Glas ist ganz, ganz fantastisch. Was gibt's noch? Dotterwerkzeuge, auch schon wieder aus der Nagelpflege. Es gibt so, die haben so eine kleine Metallkugel unten am Dings und das ist auch ein super Arbeitswerkzeug. Die gibt es auch in Größe, dann aus der Tonabteilung. Also die habe ich auch in ganz unterschiedlichen. Man das. Na, ich glaube, das sieht man leider nicht. Kannst du leider nicht zeigen. Aber es ist vielleicht noch ein bisschen, also weiß ich nicht, im Internet gibt es ja bestimmt auch ganz viel Werkzeug, was man sich dann noch angucken kann. Genau, so Dotterwerkzeuge. Wenn ihr Interesse habt, schreibt mich kurz auf meinen Instagram-Account an, Kaffee Cupcake. Dann mache ich eine Story darüber, über die Werkzeuge, die ich quasi viel benutze. Ich habe ja schon vorhin erzählt, dass ihr nur die Grundfarben braucht und dass man die Farben miteinander mischen kann. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel Rosa braucht, Weiß, Rot, ihr mischt es miteinander, je nachdem wie hell das ist. Also wenn ihr das zu gleichen Teilen mischt, dann steht vermutlich ein helles, mattes Rot. Also Weiß kann man nicht nur nehmen, um Sachen aufzuhellen, sondern es mattiert Sachen auch ab. Also wenn ihr jetzt gerne oder wenn ihr lieber in einer pastelligen Kombi arbeitet oder wenn ihr lieber nicht diese, weil Fimo hat von sich aus relativ kreischende Farbpalette. Es ist ein Grün und ein Blau und ein Lila und es schlägt ja wirklich auf die Stirn. Deswegen mische ich alle Farben vorher ab und deswegen sehen meine Sachen auch so ein bisschen aus wie ja, Zuckerzeug. Aber es ist einfach nur die Farbpalette, in der ich gerne arbeite. Und ich erziele die, indem ich entweder fast alle Farben eigentlich mit Weiß abmische oder sogar mit Weiß und Schwarz, damit ich halt einfach diese Intensität von der Farbe rausnehme und eine etwas schönere, mattere Farbe erzielen kann. So. Was ich auch noch super gerne mache, ist, das habe ich beim Zeichnen gemacht, und als ich dann umgestiegen bin, habe ich gemerkt, okay, ich konnte, wenn ich früher was gezeichnet habe, ich konnte was vom Hintergrund in das Objekt reinnehmen, ich konnte was vom Objekt in den Hintergrund geben und ich habe ein harmonisches Bild erhalten. Beim Fimo war das, ich modelliere irgendetwas und das ist in diesem beschissenen einen Blau. Und es sieht irgendwie so dach und doof aus. Deswegen habe ich dann sehr lange überlegt, was kann ich da eigentlich machen, damit ich diese Farbe ein bisschen abwechseln kann. Und arbeite mittlerweile sehr, sehr viel mit Leuten. Ich hoffe, das sieht man. Das ist jetzt zum Beispiel so ein Buch. Und genau, das ist jetzt von Das sind sogar. Du hast sogar was reingeschrieben in das genau, Buch. Genau, genau. So, da ist auch das nenne ich filigranes Arbeiten. Ja. Was steht da drin? Das ist einfach nur eine Fantasieschrift, die halt eben nach Buch aussehen soll. Ach, aber der Umschlag hat zum Beispiel so einen Verlauf. Und ich finde, es sieht halt einfach schöner aus, wenn ich hier von hell nach dunkel gehe oder was man auch immer machen möchte, wie wenn ich in einer flachen Farbe arbeiten würde. Es ist halt einfach ein bisschen fad und das, was man auch so kaufen kann. Es wird nicht eure Arbeit sein, aber ich finde nur eine Farbe so ein bisschen lame. Aber das ist auch Stilsache. Also das ist jetzt halt einfach nur mein Stil. Man muss auch für sich ein bisschen ausprobieren, was genau will man machen. Unser Fotoprofessor hat uns immer gesagt, Leute, zeichnet, bevor ihr auf den Knopf drückt. Ich würde bei Fimo genauso sagen, Leute, zeichnet, bevor ihr modelliert. Also ich mache auch wirklich immer, wenn ich an einem neuen Design sitze, ich zeichne das Ganze vor, ich überlege mir die Farben und erst dann fange ich an zu modellieren, weil es wird natürlich etwas anders werden, aber dann habe ich zumindest ein Skelett, an dem ich mich halten kann. Ich denke, dass das generell ganz wichtig ist, egal bei welcher kreativen Arbeit, dass man sich vorher in seinem Kopf ein Bild von allem macht. Das ist beim Zeichnen genauso, wenn man nicht genau weiß, was man eigentlich machen will, dann kommt am Ende einfach nichts Zufriedenstellendes raus. Das ist einfach so. Und das ist in jeder Arbeit das Gleiche. Also je mehr man sich damit auseinandersetzt, was man denn eigentlich schaffen will,
Ich meine, ich kann mich nicht hinsetzen und einfach gucken, ja, mal gucken, was da rauskommt. Ne? Also man kann schon, aber ob das dann was Ordentliches wird, ist halt die andere Frage. Deswegen, ich sehe das wie du, je mehr man sich darüber Gedanken macht, desto besser. Und man sollte auch niemanden kopieren. Ne? Also auch ganz wichtig, dass die Leute ihren eigenen Stil finden, wie du schon eben gesagt hast. Was hast du denn für kreative Impulse? Also, weil du hast ja über die Jahre jetzt schon deinen Stil gefunden und der ist immer so schön süß und ich finde auch deine Farben, die du willst, unfassbar schön. Also ganz viele eben diese Pastelltöne und so. Aber wenn du jetzt neue, also kommen die Ideen einfach von alleine bei dir mittlerweile oder hast du einen kreativen Schaffensprozess, wo du sagst, ich setze mich jetzt hin und irgendwas machst du? Nee, tatsächlich, sie kommen von alleine, aber auf Ideensammlung bin ich meistens, wenn ich Sport mache, weil da funktioniert mein Kopf irgendwie am besten. Und wenn ich daheim bin und mir was richtig Gutes eingefallen ist, dann skizziere ich das auf, gehe erstmal duschen und mache dann den ganzen anderen Kram. Aber also für mich ist halt irgendwie Sport sehr inspirierend, weil mein Kopf da besser funktioniert. Was anderes kann halt auch sein, dass ich in der Natur irgendetwas sehe. Oder manchmal ist es auch so, dass ich bei anderen Künstlern ein Motiv sehe und mir denke so, oh Gott, ich, keine Ahnung, habe jetzt keine Einhörner, ich könnte doch meine Version von einem Einhorn machen. Also nicht, dass ich jetzt die Arbeit kopiere. Ich versuche auch wirklich online mittlerweile extra nicht mehr ähnlichen Künstlern zu folgen, weil die Gefahr, dass man da unbewusst irgendetwas abkopiert, ist halt leider echt hoch. Deswegen versuche ich das, obwohl mir das super viel Spaß machen würde, versuche ich das wirklich auszublenden und nur andere Sachen anzugucken, die mich halt eben interessieren. Aber manchmal, Gott, ich habe jetzt als letztes die Wolpe-Dinger gemacht und auf die Wolpe-Dinger bin ich, glaube ich, tatsächlich über online draufgekommen. Ich folge da so einem, der macht Schädel, die er aus Resin gießt und das sind total coole Sachen und ich wollte halt eben auch irgendwas Mystisches machen und dann aber auch unbedingt mit Hörnern und dann habe ich überlegt, mystische Tiere mit Hörnern. Da war doch noch mal was. Da gab es doch Ja. diese, ja. Ja, man muss sich einfach ein bisschen orientieren. Man Aber also, wir haben leider auch nur noch circa 5 Minuten. Vielleicht haben, also, was, wenn jetzt jemand sagt, ich finde das mega faszinierend, dass du dein eigenes kleines Business aufgebaut hast und du davon lebst. Ich meine, für dich war das doch bestimmt auch ein bisschen Angst, hattest du doch bestimmt auch diesen Schritt damals zu gehen. Was sagst du Leuten, die gerne eigentlich den Traum haben, da was in die Richtung zu machen, aber sich nicht trauen? Ich meine, Thema Selbstständigkeit, sollen die einfach probieren? Hast du da einen Tipp gegen diese Angst loszulegen? Ich würde mich schon tatsächlich, wenn nach Möglichkeit, erstmal absichern und schauen, ob ich vielleicht noch hätte ich einen richtigen Job gehabt, hätte ich den behalten, aber ich bin aus dem Studio mit meinem Minijob quasi rausgepurzelt und es hat angefangen, während des Studiums schon so semi zu laufen und ich habe so faul einen Job gesucht und dann dachte ich mir so, ja, okay, jetzt probiere ich das mal. Ich würde das keinen so empfehlen, aber ich würde halt einfach ausprobieren und es gibt ja viele Wege, als Künstler Geld zu verdienen. Man kann ja Online-Plattformen wie Etsy nutzen oder man kann auf Messen gehen. Man kann, ich habe eine Freundin, die macht Workshops oder man kann auch an der Volkshochschule unterrichten. Also es gibt super viele Möglichkeiten, mit Kunst Geld zu machen und dann würde ich erstmal, glaube ich, alles ausprobieren und schauen, was geht. Wenn ihr euch für Messe entschließt und einen Stand macht, die Yuhui hat mal einen ganz tollen Tutorial dazu gemacht, wie das funktioniert. Und ich gebe ihr da vollkommen recht. Ich würde, glaube ich, auch eher mit kleineren und lokaleren Sachen anfangen, weil das halt einfach weniger Geldeinsatz und weniger Risiko ist.
weil die auf kleineren Messen sind die Mieten meistens günstiger, es sind eher lokale Artists da, also ihr müsst nicht mit einem ganz großen konkurrieren. Und man kann erstmal schauen, okay, ist das überhaupt was für mich? Macht das mir Spaß? Würde ich gerne auf eine große Con gehen? Man kann natürlich auch mit einer großen Con anfangen, aber da ist halt einfach mehr finanzieller Einsatz, mehr Konkurrenz, sind natürlich auch mehr Leute. Also mein Tipp wäre erstmal kleinere Cons, einfach um zu schauen, ist es mein Ding? Nebenher online, Instagram, Facebook, was TikTok von mir aus, was geht? Nee. Ja, ganz wichtig ist auch in dem Moment, dass die Leute nicht zu viel erwarten, weil wenn euch niemand kennt, dann ist am Anfang natürlich, man kommt nicht auf die Messe und alle reißen einem die Bude ein. Also man muss einfach damit leben auch. Also meine erste Con, wow, das war gerade so viel, dass das gerade so irgendwie die Tischkosten damals reingekriegt hat. Das war 2012. Und man darf sich von sowas nicht entmutigen lassen. Weil es kommt ja auch drauf an, was man macht. Und ich finde, es ist auch wichtig, dass man etwas macht, was man selber angucken wollte. Also schaut nicht, was andere machen. Das ist nämlich total doof, weil wieso sollte jemand bei euch schauen, was ihr schon woanders haben kann? Macht das, was euch Spaß macht, habt Spaß dabei und findet eure Zielgruppe. Ja, und einfach weitermachen am Anfang auch. Ne? Also man sollte einfach auch verschiedene Dinge ausprobieren und wenn mal was schief läuft, dann nochmal probieren, nochmal. Man muss einfach ein paar Mal hinfallen, das ist einfach ganz normal. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, ihr könnt jederzeit uns auch mal anschreiben per Nachricht. Wir haben in den nächsten, also gerade heute Abend haben wir ja noch eine Künstlerin da und morgen habe ich nochmal zwei. Da sprechen wir auch zum Teil über Selbstständigkeit und ihr dürft gerne jederzeit Fragen stellen. Es ist am Anfang schwierig, aber wenn ihr dabei bleibt, dann schafft ihr das auch und dann könnt ihr irgendwann so tolle Sachen machen wie eben Kaffee-Cupcake, ja, die wirklich auch davon komplett lebt und ihr seht ja, man muss bloß seinen Weg finden. Ja. Es war wirklich ganz toll. Wir haben noch 3 Minuten. Möchtest du zum Abschluss noch umrichten? Wir hoffen, du hattest auch Spaß. Ja, das war super. Danke für die Einladung. Also es war auch viel leichter, als ich gedacht habe. Ich war so nervös vorher. Aber ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wenn ihr ein bisschen mehr von meinen Arbeiten sehen wollt oder wenn ihr auch Fragen habt oder wenn ihr irgendwas kaufen wollt, natürlich, dann schaut doch auf meinen Instagram-Account vorbei. Übrigens für die Leute in Österreich, ich bin jetzt auf meiner ersten Con, seit Corona angefangen hat. Yay! Ich bin so froh, wieder auf der Con zu sein, auf der Austrian Comic Con in West. Ansonsten bin ich auch auf der Dugni in Deutschland und auf der Max Light. Da könnt ihr mich auch besuchen und ausquetschen und über Arbeit, Fimo, Selbstständigkeit und süße Katzen, Schwatzen. Also. Ich freue mich auf jeden Fall total, wenn wir uns dann Ende September endlich wiedersehen, auch mit Abstand. Und an die Zuschauer, ich würde mich freuen, wenn ihr bei den anderen Streams auch reinschaut. Ihr dürft ganz viele Fragen stellen. Alle erwarten, dass ihr ganz viele Fragen stellt. Und wir sind aber auch jederzeit so für euch da. Wie gesagt, auf der Konichi Online-Seite findet ihr auch ganz viele Infos zu den Künstlern. Mich dürft ihr auch stalken, wenn ihr wollt. Das ist gar kein Problem. Genau. Und wie gesagt, vielen, vielen Dank, Kaffee Cupcake. Es war ganz toll mit dir. An euch vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns nachher wieder. Schaut mal in den Programmplan rein. Da gibt es noch ganz viele andere tolle Programmpunkte. Und ja, wir sehen uns dann nach 8. Macht's gut. Bye-bye.